Hallo und herzlich willkommen bei neuen Spiel. Ich bin der Graphic Error, nicht der Freaksprays, also falls das jetzt als letztes Test rauskommt, weil ich bin mir noch nicht sicher, ich spiele besser gesagt War Party. War Party, ich glaube, also ich habe mich nicht genau informiert, aber ich glaube, es ist eine Art StarCraft nur in der Steinzeit. Mit Dinos, also man kann auch Dinos zähmen und so, das habe ich mir durchgelesen, das also ein bisschen habe ich mich doch informiert. Und kommt eigentlich relativ gut auf Steam an. Und habe mir gedacht, komm, probier das mal. Es kostet ja nicht viel, ich glaube bei Steam gerade 17 oder 18 Euro. Und ist natürlich noch im Early Access, heißt die Kampagne, die kommt erst. Und ja, wir werden das als entweder Let's Test spielen oder als kleine Let's Play-Reihe, weil ein richtiges Let's Play ohne Kampagne geht nicht wirklich. Man kann halt immer Gefechte machen und mehr Spieler und sowas. Aber das werden wir dann alles sehen. Wir werden einmal einen Let's Test machen, dann werde ich mal schauen, wie das ankommt. Und wenn ich jetzt schon beim Let's Test weiß, dass alles perfekt ist und das Spiel eigentlich super ist und dies und das, dann wird das gleich fortgesetzt. Ja, dann kommt das vielleicht gar nicht als Test, sondern schon gleich als Let's Play. Ansonsten bitte gerne euer Feedback in die Kommentare, ich sag's lieber jetzt auch schon, wie euch das Spiel gefällt. Vielleicht habt ihr das Spiel schon selber gespielt, dann ab in die Kommentare und gerne reinschreiben, dann können wir uns ein bisschen austauschen. Gut, wir spielen einmal die Anleitung. Ist auf Englisch die Sprachausgabe, also ich spreche jetzt nicht rein. Few raptors have set up their nests to the north of this encampment. It's only a matter of time before their population becomes too hard to handle. Better stomp it out now so it won't threaten our base. Okay, weiter geht. Okay. We're also in dire need of food, so we can kill two raptors with one stone. Need to bring us along for a smooth hunt. To do so, hold down the left mouse button and drag a box around all units you want to select. Gut, wenn man schon mal ein Strategiespiel und so gespielt hat, kennt man ja eh schon die meisten Kniffe. Eyes open. Weapon ready. Selected units can be given various commands. The most common way is to hover the cursor over objects and using the right mouse button. Doing so on the ground will order units to move there. Move there? Moving! Pull. We're nearing the raptor nest. To attack them, hover the cursor over them and press the right mouse button to attack. We march! Raptor nest, attacke! Enemy contact! Once an attack command is given, we will only attack that target until it is dead. Well done. That should keep us safe a little longer. Was ist das? Nahrung. Raptors carry in aggression. They lack in meat. We could still use more. Okay. Also die droppen Meat, okay. Ah, wir haben dann Heiler, okay. Tracks riding north of here that belong to a Triceratops. Those provide plenty of meat. Moving! Unlike other wild dinosaurs, Triceratops will not attack unless provoked. Im Gegensatz zu anderen wilden Dinosaurier greift ein Triceratops nicht an, solange er nicht. Okay. Combining movement and attacking is through an attack move. Units performing an attack move will automatically fight enemies they meet along the way and continue to their destination after the fight is over. Ja, das ist einfach, das ist eh klar. Oder? Na komm, erklär's mir. Mach! With units selected, click the attack move button on the action panel to the right of the screen. Defensive Erstellung halten, patrouillieren, Angriffsbewegung. Ah, sage ich ja. When the cursor changes to red, hover over a location and press the left mouse button to issue the attack. Don't hold back! Enemy contact! Enemy contact! Alright. A successful hunt! We march! Our scouts have already set up the foundations for a base. Looks like they just finished up building the settlement.
Did you hear that? Sounds like trouble at the western gate of our settlement ground. Crack. Let us hurry and investigate. We march. Was ist das? Nix. Moving. Hallo. Ich bin neu hier. Crack and crack. Okay. Moving. You have work? Was soll ich denn jetzt machen? Untersuche das westliche Lager. Moving out. Mit Mika. Wer ist Mika? We stand united. Mika. New frontiers await. Untätige Arbeiter, okay, Kontrollgruppe. Patrouillieren, ich will Befehl abbrechen mit V. Tear them apart. Show them our strength. Let us hunt. Ja. Wow, das läuft schon mal. ich baue einfach mal, oder? Baubefehle. Ah. Okay. Dorfbewohner, eine Hand und Ressourcen zusammen und so. Okay. Ich mach mal das. Wird schon richtig sein, oder? Balance in every. When will I get paid for work? Okay, das ist also Ressourcen sammeln. We stand united. Signal geben. Enemy Contact. Enemy Contact. Öffne das Hauptmenü. Ja, Leute, was soll ich tun? Ich würde mir gerne die Aufnahme anschauen, um zu sehen, was ich jetzt überlesen habe. Let us hunt. We must move. Ist das ein Bug oder? Stellung halten. Aggressive Haltung. Okay, ja. Hä? Tear them apart. Point to enemy. We smash. Ah! Wow. And we will give it to them, but not in this condition. We will need to prepare it properly first. We can use the food we've acquired from the hunt to build up our base. Let's grow our forces and strike them down! Oh! Okay, da haben wir einen Wegpunkt, alles klar. Gates should keep them out while we prepare. Some villagers are already here, but we need more. Wir brauchen mehr Dörfler, okay? Dörfbewohner, yay! Okay, wir brauchen 50 Nahrung. And train one more villager to start building up our economy. Ich baue trotzdem, ich mache trotzdem zwei. Right, you got the hang of it. We should build okay. A farm next. Ein Bauernhof. Baubefehle, Bauernhof. Select villager, then press the build menu button in the lower left corner of the action panel. Ja, ja. Right side of the screen. Kann das sich. Ich glaube, die können auch sich gegenseitig unterstützen. Oder? Das werden wir dann sehen. So. Es wird gebaut. Excellent. Jawohl. Now you know the basics to build up your economy. Ah, drei können da rein, okay. Build klar. More farms and train more villagers. Maintaining a healthy economy is key to victory. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Mischung aus StarCraft, nur halt in der Steinzeit. Es ist we also arg require some ein bisschen houses to support our growing population. Ja, houses are efficient, kostet 80 Nahrung. Total of 120 population.
Die Bevölkerung ist kapazitiert um 10 Häuser, können insgesamt 120 maximal. Okay. Verstehe. Also je mehr Siedlungen, desto größer auch das Limit. Boah, das könnte dann urgroß werden eigentlich. Weil ich meine, da kann 120 und wenn dann für jede Siedlung 120... Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dann sind es nur ein bisschen mehr. So. Eine Kaserne, Panzerung 40, das primäre Gebäude wäre nicht erlaubt, dass die Krieger um Bogenschützen auszubauen. Zu rekrutieren halt. Da. Boah, das ist so klein geschrieben. Medikus, okay. Erfordert der Forschung. Oh, erlaubt es Medizin zu bauen. Strahlt eine Heilaura für Einheiten in der Nähe aus. Cool. Okay. Kann auch mehr. Könnte auch mehr? Ja. Alles klar. Da ist Nahrung. Kristall wird für Gebäude fortschrittliche Energie. Blablabla. Das ist auch Kristall, nur viel größer Kristall. Alles klar. Ready and able. Das war cool. I can't put that building there. What do you mean? I can't put the building. Okay. On my way. Bauen noch einen Bauernhof, oh. Bauernhof. Besser gesagt, eine Farm, kein Bauernhof. Okay, jetzt will ich schauen, ob das geht. Ob man da gemeinsam bauen kann. Ob das schneller geht. Geht das dadurch schneller? Ready and able. It is time to start training some troops. Let's prepare by building a barracks and a medic hut. What you need? Bau eine Kaserne, bau eine medizinische Hütte. Ich glaube, die kann ich nicht. Das ist eine Siedlungsverbesserung. Hä? Ich habe gedacht, das geht nicht. Okay. Bau ich einfach, obwohl es gar nicht gehen sollte anscheinend. Keine Ahnung. Okay. Tak, 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 tak. Baut schneller. Schneller. Wuhu. Oh, jetzt kann ich noch eine Kaserne bauen. Ernsthaft? Das ist der Nachteil, wenn man zu schnell ist. Egal. So, das muss doch schneller gehen, oder? Ich glaube schon. Against beast units, but very vulnerable to ranged units. Mhm. Krieger. You can train more medics from the medic hut. We cannot fight, but heal other units instead. Medicos. Unterstützung dann, die anderen hätten heil. Military buildings allows faster production of units. Never rely on just one building. Ja, ja, na, das habe ich. Geistesgegenwärtig habe ich das ja schon gemacht. True War Party. Gut, die kann ich mal da hingeben, die kann ich da hingeben, den da, da. Okay. Eyes open, weapon ready. A decent army, but don't forget about your own abilities, Chieftain. Think of anything we can. When as the leader of this tribe, you can improve all our abilities through your leadership talents. I had to squat many moons. Okay. At the start of every battle and every time your settlement advances, you may select one of two talents. Okay, das ist neu, das hat ja auch neu. Das gibt's bei StarCraft ja, glaube ich, nicht so wirklich. Außer Commander-Modus halt.
Click the talents button at the top of the screen to reveal two talent flags. Aha. Alleine hätten schon 50% extra Schaden gegen wilde Dinos ausgesehen. Click the talents to receive the bonuses. Picking the right talents for your strategy or situation can make a big difference in battle. A big difference. 50% extra Schaden gegen wilde Dinos-Kasernen sind 10% günstiger. Allein hätten erhalten minus 2 Regeneration, Medici sind 25% günstiger. There's one more step we can take to guarantee our victory. Kristall kurz vor der Erschöpfung, oh nein. With enough materials, our tribe can improve our settlement and allow new technology and units to become available. Mhm. Select the settlement and research the settlement upgrade. Ah, da brauchen wir die Kristalle. Verbesserte Lebenspunkte, Schaden und Panzerung in einer Siedlung. Schaltet neue Gebäude und Verbesserungen frei. The process takes a while. In the meantime, build another barracks, so we can train troops more quickly. Ready and able. Okay, Lagerhaus. Dienen als Ablagepunkt. Crystal near the settlement will eventually run out. Building a storage hut near crystal nodes will make gathering them more efficient. Gut, baue ich da drüben hin, wenn das okay ist. Habe ich da eine Baugenehmigung? Ich glaube schon. There's a huge crystal node east of the settlement. Let's build a storage hut there. Ach ja, die Ressourcen ist ja das typische Problem immer. Okay, was haben wir denn da eigentlich alles? Schaden, okay. Durchschlagskraft, wie viel die Panzerung, wie viel Bewegungsgeschwindigkeit, eh klar, Reichweite, eh klar. Panzerung pro Punkt 1% reduziert, alles klar. Und Regeneration pro Sekunde, okay. Aber der Kristallschub erhöht die Kristallsammelgeschwindigkeit von Arbeitern, erhöht die Nahrungsgeschwindigkeit. Kristall. Und dann Nahrung. So, Talent. Das mit dem Talent ist schon cool. Einheiten aus den Stallungen sind 10% günstiger und bauen 10% schneller. Oder alle Einheiten und Gebäude erhalten minus 5 Panzerung. Die Kosten von Fähigkeiten sind um 10% reduziert. Ach komm. Bin gespannt, wie viele Talente. Ich hoffe, viele. Das ist ja das Coole. Miliz verleiht allen Arbeitern minus 1 Schaden und 5 Rüstung. Arbeitereffizienz erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Arbeitern um 1 und die Tragweite um 5. Alles klar. Bau noch eine Kaserne. Noch eine Kaserne. Oh, yeah. Ready and able. Farm, Lagerhaus. Wo ist nochmal die Kaserne? Siedlung. Ah, cool. Kaserne. I can't put that building there. Ah, okay, man kann sogar Kettenbefehle machen, alles klar. So, was kann ich denn da noch bauen jetzt? Kaserne, Stallung. You have work? Stallung. The new settlement comes a variety of new buttons. I fill basket. Firstly, you can choose a new talent. Erstens kannst du mit jeder Verbesserung ein neues Talent freischalten. Okay. Second, our villagers can construct new buildings and existing buildings contain various upgrades. Our scouts report the enemy army consists mainly of bone adepts, an infantry unit like our warriors. Jetzt hat das nicht aussprechen können. Na egal. Was ist denn das da? Infantry units are strong against beast units from our stables, but weak to ranged units. Ja, das ist ja eh klar. Fortunately, our saber-toothed archers count as both beast and ranged units, making them very versatile when properly protected. Aha. As for warriors, upgrading us to fire warriors with the new technology in the barracks will greatly improve our strength. Verbessert Krieger zu Feuerkriegern. Die Stärke sind, um Gegner anzünden.
Oh, Schaden. Using the right units for the job can make the difference between victory and defeat. Ja, ja. Krieger oder Bogenschütze? Medikus. Okay. Sibelzahn. Schaden 16. Schaden 20. Panzerung 15. Ja. Fernkampfbestien. Sehr schnell und stark gegen Infanterie und andere Fernkampfeinheiten. We have no more room for new units. Bevölkerungslimit erreicht. Oh nein! What you need? Moment! Siedlung, Lagerhaus, Haus. Wo bauen wir denn das hin? Bauen wir das da hin? Eins, zwei, we cannot construct any more of these buildings. Geht das jetzt schneller? Ich glaube, das geht gar nicht. Oh ja, das geht schneller, oder? Da haben wir ja unsere Bogenschützen da, okay. Huzzah! Viele Bogenschützen. Oh, ja. Hey, Chuhaha! Bauen wir vielleicht noch zwei Medikus. Ja, ist ja eine richtige Armee hier. We're prepared, Chieftain. I recommend the use of the attack move command to spread out our attacks to multiple targets. Finding subjects. Hey, Chuhaha. Where does it hurt? Open the gates for the attack. Charge! Los geht's. Wow. Guten Tag. Victory belongs to the Wildlanders. Woo! Our scouts report the enemy tribe was investigating an ancient Goan shrine to the east. Finding subjects. Nimm den Schrein ein. We should attempt to capture it for ourselves. Ancient spells can be cast by harnessing the power of the Goan. Uralte Zauber. Oh, das sind dann die da. How do we capture it? Shrines are often protected, but as long as one unit remains on a captured shrine, it will not change owners. Okay. Captured shrines slowly generate power points and provide vision to the holder and their allies. Wo sind die power points? Da! We can also have our villagers build Goan totems to generate more points, although they're less efficient than shrines. What needs crushing? You have my attention. Ah! A T-Rex is being drawn towards the shrine! Chieftain, use your powers to help us defeat it! Okay, mit der Ohr, okay, ja, ja. Some activate automatically, while others must be targeted. 75 der maximalen Lebenspunkte geschädigt. Alle einen minus 10 Panzer und plus 1 Regeneration. Also plus 10, nicht minus 10. So klein geschrieben immer. Erntezeit, erhöht die Sammelgeschwindigkeit von Dorfbewohnern 50%. Aha. Triff einen Feind mit einem Blitz, der 200 Schaden verursacht. Ja, klar. Erkundung, deck den kleinen Bereich der Karte. Okay. Blitz und Donner. Bumm. Da, auf mit Durchschlag. Yeah. Well done. Gewonnen. Juhu, Sieg. Wir haben einen Punkt, zwei Meter beenden. So. Yay! Okay, Leute. ja, also. Wir werden es einmal so machen. Ich werde mal kurz auf euer Feedback warten. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das dann weiterspielen oder nicht. Ich werde vielleicht jetzt noch ein bisschen was aufnehmen, aber wahrscheinlich erst raushauen, wenn euch das Spiel wirklich zusagt.
ich werde jetzt noch ein paar Gefechte vielleicht spielen. Vielleicht kommt es ja doch im Anschluss, aber ich würde trotzdem empfehlen, liebe Leute, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr das Spiel? Wollt ihr davon eine Art Mini-Let's Play machen? Oder haben, besser gesagt. Bitte gern in die Kommentare schreiben, euer Feedback, das ist ganz wichtig. Und vielleicht spielt ihr das Spiel ja schon selber, dann könnt ihr vielleicht schon ein paar Erfahrungen mitteilen. Gerne in die Kommentare, lasst uns da gerne ein bisschen darüber reden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Das war der Graphic Error, nicht der Freakspress, falls es auf dem Freakspress Tag kommt. Und bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Ja, ciao, tschüss. Dum, da, dum, da, 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 dum, da, dum, da, 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 dum.